Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag behandelt natürlich ein wichtiges Thema. Und ich denke, dass das Thema Erhalt, nicht Neubau, Erhalt der Landesstraßen in seiner Grundsätzlichkeit eine neue Schwerpunktsetzung mit den Haushaltsdebatten ab 2015 unbedingt erfahren muss und auch wird. In der Tat ist die Finanzierung unseres, man kann wohl berechtigt sagen, riesengroßen Landesstraßennetzes ein sichtbares Problem. Wir haben hier eine große Hypothek übernommen, vor allem, weil ja jahrelang der Neubau von Straßen favorisiert wurde. Der Grundsatz, ich komme noch dazu, lieber Herr Senftlehm, und hören Sie schön zu, der Grundsatz Erhalt vor Neubau wurde, wie Sie wissen, unter Rot-Rot formuliert. Und ich sehe da auch eine gefühlte Nähe zur Formulierung in Ihrem Entschließungsantrag, verehrter Herr Jungklaus, Neubaumaßnahmen auf das absolute Mindestmaß zu reduzieren. Und ich bin da sehr froh, dass selbst Herr Bayer sich ja von Neubaumaßnahmen heute hier distanziert hat. Also es ist bereits Regierungspolitik in Brandenburg und mit dem Anspruch verbunden, dass mit öffentlichen Mitteln geförderte Vorhaben im Bereich der Infrastruktur bereits im Vorfeld auf ihre Demografiefestigkeit und langfristige Wirkung hin zu überprüfen sind, damit absehbare spätere Anpassungsstrategien vermieden werden können, wo wir wissen, dass die auch nicht billig zu haben sind. Ihr Antrag, verehrter Herr Genilke, widerspricht dieser Herangehensweise und hätte überdies in die Debatte zum Doppelhaushalt 2013-2014 gehört. Da war weder in der Fachdebatte im Einzelplan 011 von Ihnen solcher Art zu lesen, noch in den Haushaltsdebatten im Landtag. Die Zahlen, die Sie bemühen, waren damals wie heute keine anderen und wurden im Übrigen zur Begründung des Antrages der FDP-Fraktion für den Haushalt 2013-2014 10 Millionen Euro mehr Zuführung an den Landesbetrieb für Straßenwesen einzuplanen, bereits herangeführt. Der FDP-Antrag wurde ausführlich debattiert, darf ich daran erinnern, und wie das Protokoll aussagt, bei einer Reihe von Enthaltungen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Und nun kommen Sie heute wie Kai aus der Kiste und versuchen pünktlich zu den Bundestagswahlen noch ein bisschen Lobbypolitik zu betreiben. Ja, und die entscheidende Frage, die Finanzierung Ihres Straßenbauprogramms. Und lieber Herr Bayer, da bin ich schon ein bisschen erstaunt, dass Sie das so durchgehen lassen mit der allgemeinen Steuerfinanzierung. Ja, Sie haben sich es eigentlich viel schwerer gemacht. Und da haben Sie auch derbe Kritik hier im Landtag erhalten für Ihre Deckungsquellen damals, die Sie gefunden haben, um diese 10 Millionen Euro zusammenzukratzen für diesen Schwerpunkt Landesstraßen. Und Sie haben damals vermittelt Zuführungen an den Landesbetrieb zulasten der Mittel für die Nachhaltigkeitsstrategie, dann zulasten der Mittel für die nachhaltige Bildung, für europarechtlich vorgeschriebene Naturschutzmaßnahmen, da wollten Sie reingreifen, ja sogar zulasten der Zuschüsse an soziale Einrichtungen für die Altenpflegeausbildung. Und da sage ich, staune ich, dass Sie das der CDU so durchgehen lassen, wo Sie ja derbe Kritik einstecken mussten. Und dieses deutliche Nein so nicht ist ja wesentlich begründet gewesen in der Frage der Finanzierbarkeit. Sie werden verstehen, Herr Genilke, dass wir Ihnen das natürlich mit der Finanzierung nicht so durchgehen lassen wollen, weil Sie über die aktuelle Situation und auch die Hypotheken sehr wohl im Bilde sind. Und im Übrigen überall da, wo Sie keine Verantwortung tragen, wie in Schleswig-Holstein und hier in Brandenburg, da fordern Sie Sonderprogramme, kann man ja internetmäßig recherchieren, für Straßenbau in hunderten Millionen Größenordnung. Und da, wo Sie aber selbst in Verantwortung sind, ist stille Ruht der See. Ich möchte an dieser Stelle, lieber Herr Senftlehm, weil Sie da auch in besonderer Verantwortung waren, nur mal auf den Bericht des Landesrechnungshofes verweisen, der eine Unterfinanzierung für die bauliche Erhaltung der Fahrbahnbefestigung im Zeitraum 2004 bis 2008 feststellte und damals einen Nachholbedarf zur Erneuerung des vorhandenen Landesnetzes in Höhe von fast 25 Millionen Euro ausmachte. Auch daraus, Herr Genilke, resultiert ein normaler Rückstau, von dem Sie sprachen, den wir in Zeiten knapper Kassen nicht ad hoc heilen können. Sie wissen überdies um das strukturelle Defizit
von fast einer Viertelmilliarde Euro und auch Ihrer Verantwortung dabei, wie das angewachsen ist. Und hier hat ja auch Rot-Rot gegengesteuert. Und nun fordern Sie hier einfach mal aus dem Stegreif ein Umsteuern, was die allgemeinen Steuereinnahmen angeht. Und da meinen wir, das ist mehr als unseriös. Frau Abgeordnete Wählern, Ihre Redezeit ist beendet. Ein Satz noch. Ja, den wollen Sie nicht hören. Aber Ihre Verfahrensweise in Bezug auf diesen Antrag, die wäre auf der kommunalen Ebene gar nicht möglich. Da sind Sie verpflichtet, laut Gemeindehaushaltsverordnung Deckungsreserven anzugeben oder einen Finanzplan aufzuzeigen. Lieber Herr Senftlehn, das ist unseriös. Abgeordnete. Vielen Dank.